Naja, aber warum haben wir Lehrermangel? Weil die Leute mit Lehramtsausbildung alle auf den Kabarettbühnen stehen. Dieter Nuhr, ja. Dieter Nuhr, Andreas Rebers, ich. Alles Kabarettisten mit Exkursionshintergrund. Wobei man Exkursion ja auch überhaupt nicht mehr macht. Ist viel zu teuer, ja, viel zu aufwendig. Ist aber auch überhaupt kein Problem. Wenn man alte historische Ruinen sehen will, ne, da geht man einfach mal rüber zur Turnhalle. Da ist alles marode. Da kommt dir der Putz entgegen, Asbest, alte Höhlenmalereien. In Bayern, da gibt es Schulgebäude, die werden nur noch von den Kreuzen zusammengehalten. Deshalb will der Söder die jetzt flächendeckend in Deutschland einführen. Das ist so lieb von dem, ne? Wobei, ich glaube, die meisten Schüler wären froh, wenn er stattdessen mal auf jedes Klo einen Duftbaum hängen würde, oder? Die Schulklos, sie sind dermaßen versifft, oder? Ist das furchtbar, da fehlen Armaturen, da ist alles verdreckt, da ist alles beschmiert, ne? Gut. Das war früher auch schon so zu meiner Schulzeit. Ja. Aber wir waren um 12 zu Hause. Wir konnten einhalten. Die haben heute Ganztag. Und da stellt die Kommune kein Geld zur Verfügung, ne? Um da einfach mal jemanden einzustellen, der da vielleicht mal kontrolliert, wer da seine Hinterlassenschaften nicht ins richtige Fach einräumen kann. Ne? Wird nicht gemacht, wird kein Geld für ausgegeben. Und man muss natürlich dazu sagen, diese ganzen Helikopterkinder, ja, diese ganzen Jonathan Zeus und Torben Hinnacks, die müssen ja irgendwo auch mal die Sau rauslassen dürfen. Irgendwo müssen sie das doch mal machen dürfen, wenn sie es zu Hause nicht dürfen. Ne? Weil die kriegen zu Hause die Klobrille warm geföhnt. So.